Ja, können wir ein bisschen nachfühlen und feiern jetzt ihn. Ist das nicht, den kenne ich doch. Ja, klar, das ist so eine typische Reaktion auf den Schauspieler Hanno Kofler, weil er wirklich so viel dreht und man dieses Gesicht einfach sofort erkennt. Jetzt haben wir uns wirklich gefreut, viel mehr noch von ihm zu erfahren. Wie lebt er? Was ist ihm wichtig? Und das hat Frau zu tun, seiner Verlobten. Sie ist Regisseurin und beide machen sich ganz viele Gedanken über das Leben. Und wie kriegt man das alles hin mit Kind und Arbeit? Teilen sie nämlich beides. Wie kriegt man das unter einen Hut? Und davon haben sie uns erzählt. Hier sind sie zwei. Lange nicht gesehen. Mehmet Kurtulus heute mal bei Brisant. Er war ja einer der Lieblings-Tatort-Kommissare und viele waren sehr traurig, als er plötzlich aufgehört hat. Dann war er auch noch, aber jetzt ist Mehmet Kurtulus wieder zurück und zwar in Hamburg. Und wir wollten wissen, wie geht's ihm denn heute? Und einen Grund zu feiern gab es auch noch. Also gut, dass wir da waren. Ja, schön, wenn er ab und zu für uns mal Zeit hat. Wir hätten jetzt noch eine Geschmacksfrage an Sie. Was sagen Sie, wem schon für Ihre Hilfsorganisation? Und sie unterstützt da vernachlässigte Kinder und Tiere und die wir sie zusammenbringen, damit die sich gegenseitig Wärme schenken. Also wirklich eine sehr schöne Idee. Und da können wir über die Sache mit dem Pulli-Partner-Look doch fast hinwegsehen. Mehr Promi-News jetzt. Also das werden wir beobachten. Heute ist das Thema Krieg für uns alle näher als lange zuvor. Und wir hören, dass Deutschland sich ja nun tatsächlich entschieden hat, schwere Waffen zu schicken. Das ist heute vom Bundestag beschlossen worden, die große Nachricht des Tages. Die Diskussionen um mögliche Konsequenzen für Deutschland, die sind damit jetzt natürlich voll da. Das sind schwierige Entscheidungen, schwierige Zeiten, in denen wir gerade sind. Umso erstaunlicher, dass es junge Frauen gibt, die sich in dieser aktuellen Lage ganz bewusst entscheiden. Ich möchte gerade jetzt Soldatin werden. Mit allen Gefahren und Verpflichtungen, die das vielleicht im Ernst. Schauen wir auf ein ganz anderes Thema, das heute für viel Gesprächsstoff sorgt. Die Stadt Göttingen erlaubt in Schwimmbädern ab diesem Wochenende oben ohne für alle. Das heißt für Männlein und Weiblein. Das ist erstmal eine Testphase, soll jetzt aber so kommen. Nach einer Beschwerde einer Frau, die aus einem Schwimmbad geworfen wurde, weil sie oben ohne war. Und sie fühlt sich als Mann und sagt, Moment, dann muss doch gleiches Recht für alle gelten. Ist das nun eine längst fällige Freiheit, Gleichberechtigung nach vorn und weg mit dem Oberteil? Oder sagen Sie, da stehe ich eher auf der anderen Seite. Das ist mir ein bisschen viel. Spannende Entscheidung. Wir gucken, was macht die Prominenz heute an diesem Tag. Ein König kriegt Ärger, das wird Thema sein. Til Schweiger braucht einen guten Magen und Johnny Depp muss zittern, all das jetzt. Feiern wir eine Runde weiter, obwohl so ein Leben als König, das ist auch nicht immer nur Party und Fähnchen schwenken. Willem Alexander wurde selbst an seinem Geburtstag jetzt mit unangenehmen Fragen konfrontiert. Der König steht nämlich immer mal wieder in der Kritik. Und was sagt er dazu? Jetzt haben wir heute ganz viel über gutes Miteinander geredet. Ich finde, das ist eine gute Botschaft an so einem Abend. Den Film der beiden, den gibt's ab heute übrigens in den Kinos, wenn Sie mal wieder Lust auf Kino haben. Und uns gibt's dann morgen wieder im Fernsehen. Tschüss.